Herzlich willkommen. Geil, dass du mit am Start bist für eine weitere Ausgabe von Die Rückkehr. Und bevor wir hier loslegen, ein kleiner Hinweis. Ich habe die letzten Folgen ja ziemlich Probleme mit der Aufnahme gehabt, vor allem wegen der Asynchronität. Ja, also da war immer so ein kleines Problem aufgekreuzt und ich wusste nicht so richtig, wie ich das beheben sollte, was ich da machen sollte. Und ich habe mir fachkräftige Hilfe geholt von einem netten Kollegen, den ich auf der Gamevention kennengelernt habe letztes Jahr. Das ist der Nielsen1489 und ich verlinke seinen YouTube-Kanal einfach mal in der Videobeschreibung und der macht sehr hochqualitative Tutorials über OBS. Und ich habe mir gestern mal ein bisschen die Zeit mit ihm genommen, da mal reinzuschauen. Vorgestern. Und hat mir mal versucht zu helfen, so ein bisschen die Aufnahme ein bisschen, zu optimieren. Das ist jetzt hier quasi die Generalprobe, diese Folge. Ich gucke einfach mal. Gothic ist halt leider eine ziemliche Diva, so was die Aufnahmequalität angeht. Also ich kann Enderal auf 1440p mit 60 Frames ohne Probleme aufnehmen. Aber Gothic eben nicht. Gerade in solchen Stücken, wo ich mich hier gerade befinde, wie so einem Wald oder so, wo doch recht viel zu berechnen ist, ja, schafft es halt einfach mein Rechner nicht. Das ist halt die Sache. Ich habe einen recht schlechten Prozessor, einen Intel Core i5, ja, 6600, 3,30 GHz. Das ist, also er hat sich das angeschaut, musste kurz schmunzeln und sagte, na gut, gucken wir mal, was wir draus machen können. Ich meine, ich weiß selbst, dass mein Rechner jetzt nicht der geilste ist. Also was heißt nicht der geilste ist, der ist schon ausreichend eigentlich für meine Bedürfnisse. Aber halt, ja gut, ja, Prozessor, muss man halt mal gucken, dass ich da irgendwie nochmal investiere. Und ja, muss ich mal sehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass vom Sound her alles okay ist, dass vom Bild her einigermaßen alles okay ist. Schauen wir einfach mal. So, ich gehe jetzt hier erstmal, ich weiß, was haben wir denn offen? Ich habe keine Ahnung. Der Novize für Balparvis. Ah ja. Balparvis bat mich, um einen neuen Novizen zu ihm zu bringen. Dies ist eine gute Chance, seine Gunst und Zustimmung. Ja, okay. Ich muss also eine verlorene Seele finden. Aufs Maul. Bulko, der faule Bauer. Ah, da wollte ich eigentlich noch mit Bronco. Ah, shit. Die verbotene Weide? Wenn ich Benga überzeugen will, ist er Balthasar wieder. Werde ich etwas für ihn tun müssen. Die Gelegenheit wird es sich sicherlich noch ergeben. Ah, interessant. Ich habe doch eigentlich alle. Ach, zu Galahad wollte ich eigentlich. Ich trottel wollte doch eigentlich zu Galahad. Interessant. Gut. Ja, und mir ist auf jeden Fall auch noch aufgefallen, das ist halt so die Sache, wie gesagt, das ist jetzt hier mal eine Testfolge quasi, wo ich das jetzt mal mache. Ich habe die letzte Nacht halt ziemlich lange rumprobiert und rumgemacht und eingestellt und Testaufnahmen und bliblablub. Und ja, hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Aber mir ist halt auch aufgefallen, in meinem letzten Let's Play, Dirty Swamp zum Beispiel, da hatte ich gar keine Probleme. Da hatte ich wirklich gar keine Probleme, weder mit irgendwelchen Texturen oder sonst was. Also da konnte ich 1440p 60 Frames ohne Probleme aufnehmen. Lag halt wahrscheinlich auch an der Location. Ja, aber hier in Gothic ist es halt leider nicht möglich. Also hier in Gothic 2 ist es halt leider anscheinend nicht möglich, das so durchzuziehen. Weil es halt eben Gebiete gibt, wo die Grafik matschig angezeigt wird oder sonst was. Also ist halt leider alles ein bisschen schwierig. Aber gucken wir mal, ich mache das nochmal ein bisschen heller noch. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal zu Galahad. Ich habe ja jetzt das dritte Empfehlungsschreiben von Fernando bekommen. Und schauen wir einfach mal. Ich meine, ich habe hier ja das Buch abgezogen. Das ist doch kein Geheimnis. Und gucken wir einfach mal, wie er jetzt reagieren wird. Hey, du. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Ich mache erstmal kurz lauter. Einstellungen, damit ihr auch ein bisschen was hört. Nein, ich will den. Ja, jetzt. Hier, ich habe ein Empfehlungsschreiben vom Händler Fernando. Lass mich sehen. Hier hast du das. Ich konnte ihn mir ja eh nicht durchlesen, von daher ist es jetzt nicht schlimm. Gute Arbeit. Wunderbar. Aber ich brauche mehr Empfehlungsschreiben. Ich müsste doch mindestens zwei solche Empfehlungsschreiben haben.
Hier hast du ein Empfehlungsschreiben vom Händler Lutero. Kann ich es mir mal sagen? Ja, ja, komm, gönn dir. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen. Weil das haben wir uns ja schon, das haben wir uns ja schon angehört in der letzten Folge. Hier hast du ein Empfehlungsschreiben von Gerbrand. Von Gerbrand? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das hatten wir auch schon. Du musst ihn durch dein Ich denke mal. Von nun an schulde ich dir was. Ja. Herr mit der Kohle. Was ist mit meiner Belohnung? Welche Belohnung? Hast du denn schon irgendwas für mich getan? Was? Hast du es schon vergessen? Ich habe dir doch die Empfehlungsschreiben beschafft, die du erhalten hast. Ja, du hast mir die Schreiben besorgt. Ich glaube, das ist nur eine halbe Sache. Daher lass uns später über deine Belohnung unterhalten. Das ist mal wieder typisch. Und was nun? Ich sag's dir. Nun muss man all diese Schreiben Larius überbringen. Warum machst du das denn nicht selbst? Erzähl mir nicht sowas. Wie bereits erwähnt, wird mich die Wache nicht ins Rathaus lassen. Aber du wirst bestimmt eine Chance haben, von ihm empfangen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Und was soll ich tun, wenn ich ihm begegne? Was du nicht sagst. Zeig ihm all diese Empfehlungsschreiben. Und dann lass das uns das ist doch kein Geheimnis mehr. Dass er gut gelaunt sein wird. Aber was soll ich ihm denn sagen? Sag ihm, dass ich das Geschehene zutiefst bedauere und ihn anflehe, jenen schrecklichen Zwischenfall zu vergessen. Füge auch hinzu, dass für mich nichts wichtiger ist, als seine Gunst wieder zu erlangen und sonst etwas in der Art. Ich denke, das wird ausreichen, damit Larius versteht, warum ich ihn. Das habe ich schon immer gesagt. Na gut, ich werde versuchen, mich für dich bei Larius einzusetzen. Ja, da gibt's noch eine Sache. Larius ist ein sehr eigenständiger Mensch und man muss ihn entsprechend behandeln. Wirklich? Die meisten Entscheidungen, die er trifft, hängen in sehr starkem Maß von seiner augenblicklichen Gemütsverfassung ab. Daher will ich dir einen guten Rat geben, damit du die ganze Sache nicht vermasselst. Begegne ihm respektvoll und mit großem Taktgefühl, soweit ich mich erinnere, ist eine Pause, die er nachmittags einlegt, die beste Uhrzeit, um sich an ihn mit solch einer Bitte zu wenden. Merke dir das gut. Und jetzt geh. Ich hoffe, uns wird alles gelingen. Ja, gucken wir einfach mal, ne? Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Was hattest du denn zu suchen, hä, du Made? Warte mal, das heißt, der wird ja jetzt nicht... Der wird ja jetzt gar nicht, anzutreffen sein, nehme ich mal an. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich hau mich einfach nochmal hin. Ich hau mich jetzt nochmal pennen. Das ist ja nicht schlimm. Und dann gucken wir einfach mal, ja, wie Larius reagieren wird, dass ich es nicht nochmal vermassel, so wie bei der Sache mit Balorun. Schauen wir mal. Ja, und diese Sache mit Luis, ey, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Leider ist die Folge noch nicht raus mit Luis, deshalb kann ich jetzt auch noch nicht auf Kommentare großartig eingehen. Wie gesagt, ich mache halt diese Testfolge hier gerade einfach mal, um zu gucken, wie es läuft mit der Aufnahme. Bis jetzt habe ich hier keine Probleme. Bis jetzt alles sauber. Also, bin zufrieden. So, wir schlafen jetzt bis zum Nachmittag. Denn der hat ja gesagt, nachmittags kann man den da ja antreffen. Lulululululululu. Lulululu, ich liebe Äpfel mehr als du. Lululu. 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 Lulululululululu. Lululu. Okay, alles klar. Entschuldigung. Lassen wir das. Ja. Schauen wir mal, was Lario sagt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Und vor allem bin ich gespannt, ob Galahad sich an unsere Vereinbarung hält und mir eine Bezahlung gibt. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Also der hat zwar gesagt irgendwie, es geht um Magie und so, aber ich will ehrlich gesagt in Gold bezahlt werden lieber. Okay, das ist jetzt doch etwas hell. Ist vielleicht doch etwas zu krass gerade. Ich meine, es ist so hell, dass die Steine leuchten, Mann. Davon lasse ich lieber die Finger. Das muss ja jetzt auch nicht sein. So, jetzt bin ich gespannt. Larius, du Halunke. Tja. Glaubst du wirklich daran? Nee, jetzt glaube ich nicht mehr dran. Das Warum ist denn der jetzt nicht am Start? Och nee.
Nein. Aber der hat doch Nachmittag gesagt. Aber ich glaube eher, dass ich immer nur bis Mittag schlafen muss. Warte mal. Okay, wir machen das jetzt einfach nochmal. Ganz entspannt, kein Problem. Ich schlafe jetzt nochmal, einfach bis zum Mittag. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Und dann wird Belia zu einem weiteren Wesen sprechen. Adanos ließ die Flut kommen. Doch dann wird Adanos die Flut auf jeden Fall kommen lassen. Und dann werden wir alle fortgespült von der Erde. Tja. Wurden Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Na gut, kein Stress, dann schlafen wir jetzt halt bis zum nächsten Mittag und dann hoffe ich, dass er wieder da draußen sitzt. Und wenn das dann nicht der Fall sein wird, dann muss ich mal kurz ins Log gucken. Wir können auch jetzt ins Log gucken. Galahads Mission. Nennen. Galahad bitte. Ich soll mich wenden, Nachsicht gegenüber Galahad hinsichtlich. Der Galahad das ganze Leben zerstört hat. Galahad zufolge Lage sein. Sehr eigenartiger Mensch, entsprechend behandelt werden muss. Ein sehr eigenartiger Mensch, was ist das denn für eine Bezeichnung? Er ist einfach ein Eigenbrötler, das ist ja nichts Eigenartiges. Die meisten seiner Entscheidungen sind stark von seiner momentanen Laune abhängig. Während seiner Mittagspause. Aber im Dialog hat er gesagt, am Nachmittag, in seiner Pause. Oder die Betonung war einfach nur dämlich. Sollte nach dem Mittag heißen, aber es wurde nach Mittag gesagt. Nicht Nachmittag, also nicht Nachmittag, sondern Nachmittag. Ja, die Betonung macht's auch manchmal ein bisschen. So, jetzt muss er aber ansprechbar sein. Wenn das jetzt wieder nicht der Fall ist, dann raste ich aus! Nee, werde ich wahrscheinlich nicht, aber... es wäre natürlich trotzdem durchaus ärgerlich. Ihr versteht das. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Ihr müsst es ja besser wissen. Der Zorn der Götter. Zorn der Götter. Es war genauso, wie du sagst. Wenn er das nicht sieht, interessant. Ich sehe gerade, dass im Task Manager kann man bei Windows 10 aufrufen und schauen, wie lange der PC bereits seine Betriebszeit hat. Und hier steht bei mir 7 Tage, 19 Stunden, 32 Minuten und 58, 59, 60 Sekunden. Total faszinierend. Also mein Rechner läuft schon seit 7 Tagen. Interessant, hätte mehr gedacht. Soll ich mich denn noch alles kümmern? So, na dann. Larius, du alter Gauner. Ich habe eine Angelegenheit mit dir zu besprechen. Ich habe eine Angelegenheit mit dir zu besprechen. Was denn für eine Angelegenheit? Jemand würde sehr gerne dein Wohlwollen wiedererlangen. Und dieser jemand schickt mich, um mit dir darüber zu reden. Ja? Und wer ist dieser jemand? Sein Name ist Galahad. Er bat mich, dir auszurichten, dass er das Geschehene zutiefst bedauert und er fleht dich an, Nachsicht zu üben. Des Weiteren habe ich noch eine Reihe Empfehlungsschreiben von sehr einflussreichen Personen dieser Stadt dabei, die sich ebenfalls positiv über Galahad äußern und dich darum ersuchen möchten, ihm zu vergeben. Also schickt dich Galahad zu mir? Es war sehr tapfer von ihm, dies zu tun. Und du sagst, du hast Empfehlungsschreiben von einflussreichen Leuten von Korinnes? Ja, aber natürlich verstehe ich, dass in jedem Fall ihr das letzte Wort dabei habt, Herr Larius. So ist es. Nun, dann lass mich mal einen Blick auf diese Schreiben werfen. Jetzt bin ich mal gespannt, hier ey. Sind sie. Nun, sehr eindrucksvoll. Ich sehe hier viele, die ich persönlich kenne, und sie äußern sich nicht schlecht über ihn. Und es sind alles sehr angesehene Leute. Er möchte also, dass ich ihm verzeihe. Er fleht euch an, dies zu tun. Was bleibt ihm denn sonst anderes übrig? Gut. Du kannst Galahad ausrichten, dass ich ihm unseren damaligen Vorfall verzeihe. Und dass ich stark hoffe, dass sich so eine Situation nicht nochmal wiederholt. Naja, jedenfalls habe ich ihn immer als einen sehr fleißigen Arbeiter geschätzt. Deshalb finde ich es nur gerecht, wenn Galahad wieder in meine Dienste tritt. Sag ihm, dass er als Stadtmagier wieder rehabilitiert ist. So ein Mann wird stets willkommen sein, wenn es um die Verwaltung der Stadt oder andere Fragen geht. Ich danke euch, Herr Larius. Nichts zu danken. Jetzt geh zu ihm und richte ihm aus, was ich dir gesagt habe. Bin schon unterwegs. Das ging jetzt tatsächlich einfacher als erwartet. Aber gut.
Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Na gut, da gucken wir einfach mal. Also, weil es ja wirklich sehr, sehr einfach. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir gucken einfach mal, was Galahad jetzt dazu sagt. Und was wir jetzt als Belohnung bekommen werden. Vor allem frage ich mich jetzt halt, ob ich noch die Sache mit Salandrill erledigen kann, dass ich einem Ork einen Trank abnehme und trotzdem noch das Empfehlungsschreiben von ihm bekomme. Ich hoffe mal schon. Weil das wäre ja natürlich eine verlorene Quest. Das wäre natürlich schade, aber so schnell werde ich einem Ork nicht über den Weg laufen. Partytime, Galahad, jetzt geht's ab. Ich habe mit Laridus gesprochen. Und was hat er gesagt? 1500 XP. Laridus lässt dir ausrichten, dass du begnadigt bist. Die Sache ist also erledigt. Natürlich waren uns auch die Empfehlungsschreiben eine große Hilfe, da sie Laridus sehr beeindruckt haben. Er hat auch hinzugefügt, dass du auch dein Amt des städtischen Magiers wiedererlangst und umgehend an die Arbeit gehen sollst. Unglaublich. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Endlich. Jetzt werde ich den Rest meines Lebens nicht in diesem stinkenden Loch verbringen müssen. Ich kann an dieses Glück immer noch nicht glauben. Du wolltest es sogar verhindern, selber. Das ist wirklich so. Du hast mir in dieser Sache einen unschätzbaren Gefallen erwiesen. Und meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Naja, mal sehen. Schon gut. Das war ja auch nicht so kompliziert. Ach so. Außerdem hat es sich gelohnt. Alles in allem, dein Ansehen in der Stadt ist wiederhergestellt. Und du hast jetzt eine ordentliche Arbeit. Also vergeude deine Zeit nicht für Dankesworte, sondern begib dich lieber dorthin, wo man dich schon erwartet. Das würde der Held niemals sagen. Du hast recht. Ich werde dann keinen einzigen Augenblick verlieren und gehe sofort zu Labius. Was ist mit meiner Belohnung? Was ist mit meiner Belohnung? Natürlich, natürlich. Du hast sie zweifellos verdient. Aber was? Ich will dir nicht undankbar erscheinen, aber ich muss mich jetzt sehr beeilen. Ist nicht dein fucking Ernst? Der, lass lieber morgen mit deiner Belohnung reden, da werde ich sicherlich mehr Zeit für dich haben. Komm morgen am Nachmittag ins Rathaus und wir werden deine Belohnung besprechen. Und sei beruhigt. Du wirst alles erhalten, worauf du lange hingearbeitet hast. Bist du einverstanden? Na gut, ich verstehe. Dann komme ich morgen zu dir, versuche mich bloß nicht reinzulegen. Was sagst du denn? Davon kann gar keine Rede sein. Du hast doch für mich so viel getan. Und ich bin es gewohnt, den Menschen ihre Taten in gleicher Weise zu vergelten. Jetzt entschuldige mich, die Zeit wird knapp, bis morgen. Safe call betrayed er mich. Safe call betrayed er mich. Zumal ich ja auch selber gar nicht ins Rathaus komme. Hey, Mö. Wie, also. Ich glaube, ich werde keine Belohnung bekommen. Weder Gold noch irgendwas anderes. Ich glaube, ich habe das ziemlich für lau gemacht gerade. So, hier haben wir erstmal 50 XP. Ich meine, gut, ja, für die XP hat sich das schon gelohnt. Ja, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir sind am Arsch. So, okay, aber wir haben das jetzt hier erstmal aus dem Tagebuch. Das ist schon mal gut. Und die Quest ist immer noch offen. Das ist gut. Der Weg des Mörders. Tja, erstmal hat gesagt, ich würdig bin, bla bla bla. Tja, wie soll ich diesen Luis abmorksen, ohne dass es die ganze Stadt mitbekommt? Das ist halt immer noch so die Frage. Da warte ich erstmal eure Kommentare ab, was ihr mir dafür ratet. Novize für Bal Parvis. Tja, wer könnte denn hier in der Stadt? Irgendwer aus dem Hafen vielleicht? Irgendeine verlorene Seele, die hier in den Dienst des Schläfers treten könnte. Ich habe keine Ahnung. Wer sagt denn sowas? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Da rede ich nochmal mit dem Max darüber, der am Marktplatz rumsteht. Der wollte doch Arbeit für Händler. Aber wenn er keine Arbeit kriegt, dann wird er sich vielleicht dem Schläfer anschließen wollen. Keine Ahnung. Irgendeine Beschäftigung brauchte der, hat er ja gesagt. Ich guck mal, hoffentlich ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee. Schauen wir einfach mal. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wie geht's denn so? Das habe ich schon immer. Warum fragst du denn? Vielleicht habe ich eine Arbeit für dich. In der Tat, was für eine Arbeit? Gute Frage. Ich werde darüber nachdenken.
Also, Bursche, komm wieder, wenn du tatsächlich was für mich brauchst und hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Ja, Mann, geh doch. Ich hab noch eine Arbeit für dich in einem anderen Lager. Du willst doch da hingehen, bestimmt. Hey, Rengaru Boy. Liebeszeichen zeigen. Hey, du bist auch dabei? Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du rum. Das lenkt sie ab. Ihr redet einfach zu viel. Ja, also ich finde das Wetter heute auch sehr schön. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ja, okay, entspann dich. Was du nicht sagst. Hey, du. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Zeig, was du nicht sagst. Habe ich eigentlich ein Amulett? Ja, ich habe das Stärke-Amulett, ne? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Gut, wir haben jetzt aber auch relativ viel Leben. Relativ viel Leben. Wir haben noch 5 Lernpunkte. Ich würde die erstmal sparen. Ich hab was anderes gehört. Und gucken, in was wir das noch investieren können. Tja, jetzt gibt es sonst noch was in der Stadt, was wir hier erledigen können. Ah, mit freundlichen Grüßen. Die Crawler-Rüstung. Rüstung für Barem. Das hängt ja irgendwie zusammen. Aufnahme in die Bruderschaft. Oh, das wird, glaube ich, nicht so einfach. Das Großmaul. Naja, das war das. Der Weg des Mörders, der orkische Trank. Leere den Kugeln an den Zug, der Teleportsteine. Blutkelche. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Er sollte lieber den Mund halten. Wir können eigentlich... Aber das habe ich ja eigentlich schon gemacht. Ich war ja schon im oberen Viertel und habe so eine Nachtdiebesaktion durchgezogen. Aber ich muss eigentlich Valentino irgendwie finden und überfallen. Ich muss Valentino... Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und es gelang ihm nicht. Ich werde erstmal zu Zuris nochmal gehen und gucken, ob der eine Schlafspruchrolle hat. Wobei ich das eigentlich im Sumpf, also in der Bruderschaft auch kriegen sollte, aber... Jetzt habe ich voll gegen die Brille gegriffen. Aber man hat mir ja geraten, das nochmal irgendwie zu checken. Kann ich mich hier reinsneaken und versuchen, was zu klauen? Nee. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, raus mit dir! Ach, Menno. Halt, stopp, wenn er jetzt gerade zurückgeht, dann kann ich es schaffen. Raus hier! Ah, du dreckige Stadtwache, ja, Alter. Ah, shit, ich wollte eigentlich da reinsneaken. Aber muss ich wohl in der Nacht machen. Zeig mir dann. So, zeig mir deine Ware. Hast du nicht noch einen Schlafzauber am Start? Ja, hier haben wir einen Schlafzauber. Gut, den sollte ich mir aufheben. Das wurde mir empfohlen. Das ist ja schrecklich. Göttliche Kräfte, Gestirne, roter Tränen, Pfeffer, silberner Ring. Oh, nein. Aber gut, wir haben jetzt erstmal die Zauber. Ganz ehrlich, ich mach's jetzt doch anders. Ich warte noch mit den Blutkelchen, bis ich auch mehr Geschicklichkeit habe. Und ich gehe jetzt erstmal Jacks Leuchtturm befreien. Das machen wir jetzt erstmal hier. Ich habe jetzt auch genug Zauber. Ich denke, dass ich das jetzt schaffen werde. Die da halt auszubrennen, quasi, mehr oder weniger. Oder warte mal, wir haben doch hier auch Banditen. Hier in der Höhle. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht erledigt. Die kann ich mir jetzt auch mal holen. Ich meine, ich habe ja jetzt eine bessere Waffe, mehr Lebensenergie, bin stärker. Ich glaube, das sollte ich jetzt gegen 2 Banditen eigentlich eine ganz gute Chance haben. Da ist ein Ork! Leck mich am Arsch! Der hätte den Trank dabei. Der hätte den Trank, den ich für Salandrill brauche. Okay, den hole ich mir. Kann ich die Sache vielleicht auch noch gleich erledigen? Ist das ein Schamane oder ein Speer? Der hat eine fuck Armbrust! Digga! Wie geil! Ein Ork-Jäger. Oh, zu spät ausgewichen. Wie geil das ist, dass der einfach eine Armbrust auf dem Rücken hat, Alter. Und er kämpft auch nicht ganz so dumm wie die anderen Orks. Aber ich habe mehr Reichweite. Was willst du tun? Gegen meine Reichweite.
sehr nice. Sehr, sehr nice, aber hat mich echt viel Ausdauer gekostet. Ja, der hat diesen Trank, diesen orkischen Trank. Geil. Schöne, stabile Angelegenheit auf jeden Fall. So, ich gönne mir erstmal hier Fleisch für die Ausdauer. Dann werde ich nochmal gucken, ob ich mir da drin die Banditen auch nochmal vorsnacken kann. So, ja, jetzt habe ich ein Ausdauerproblem. Ah, Mist. Das mit der Ausdauer, das ist halt echt so eine Sache. Bitter. Ausdauer in Prozent. Jetzt muss ich die Heilpflanzen extra dafür verschwenden. Das ist schon belastend, ey. So. Für zwei Banditen da drin sollte das eigentlich reichen. Wir gucken das mal kurz. Wir gucken uns das mal kurz an. Oh, ach toll, hier wären Blauflieder gewesen. Na toll. Jetzt habe ich die Heilpflanzen gefuttert. Egal. Wir nutzen diese Verzögerung und checken den Luftdruck des Balls. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die Banditen da drin nicht getötet. Ich mach dich fertig. Digga, danke. Da, 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 da. So, sehr schön. Die Wanzis hole ich mir auch hier gleich noch. Bring mir Monster Kills. Monster Kill. Nice. Sehr schön. So, haben wir hier noch was? Ah, guck mal, eine Steintafel. Ja, die lasse ich mir doch nicht durch die Lappen gehen. Da wäre ich doch töricht, würde ich dies tun. So, das gönne ich mir. Gönne ich mir auch. Schön. Ja, Jungs, Dankeschön für euer Gold und vor allem für die Dietriche. Die Dietriche sind sehr gut. Ja, ich denke, diese drei Halunken, die da oben bei Jacks Leuchtturm sind, die werde ich auch noch schaffen. Aber da werde ich auf jeden Fall Magie brauchen, weil wenn ich mich so aus dem Hauptspiel erinnere, waren die schon recht stark. Ein Hering und einige Goldfische. Ich wollte ja gerade Goldfische sagen. Hering und einige Goldstücke. So, die Axt ziehen wir uns. Etwas Wanzenfleisch. Hier hinten war doch auch irgendwas, oder? Jetzt sollte ich aber vorsichtiger sein. Jetzt kann ich auf jeden Fall die Heilpflanzen essen. Weil man das Lebens jetzt, die Lebensenergie jetzt auch was bringt, ein bisschen. So. Okay. Ah ja, ich erinnere mich, hier war ja gar nichts. Doch, hier waren diese komischen Flammen, die aus der Decke irgendwie kommen. Und ich glaube, das war so ein Bug wegen der Kerze, dass die Flammen einfach größer projiziert wurden. Aber warum ich hier die Dunkelpilze mir nicht gesnackt habe, ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran. Ich weiß noch, dass ich damals einen Test mit meinem damaligen neuen Schwert gemacht habe, was ich jetzt natürlich die ganze Weile getragen hatte, aber was natürlich echt Bullshit war. So jetzt im Nachhinein gesehen. Naja. So. Na dann. Oh, es ist auch mittlerweile wieder schönes Wetter. Schön. Und diesen orkischen Trank habe ich jetzt auch, das heißt... Wir werden jetzt erstmal die Sache mit Jacks Leuchtturm erklären. Dann gehe ich in die Stadt zu Jake selber. Denke mal, werde mir die Quest auch mal abschließen. Dann bringe ich den Trank zu Salandrill. Und dann gucken wir mal weiter. Was noch so offen ist, was wir als nächstes erledigen können. Und dergleichen. Ja, das wird schon. Wird schon werden irgendwie. Da, 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 da. So, gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich herzlichst fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt Gothic 2, die Rückkehr. Macht's gut. Ciao. Ja, und schaut auch gerne mal bei meinem Enderer Let's Play vorbei.